Leute, kann man diesen Scheiß hier disliken irgendwo? Das wäre so geil. Ich möchte das hier disliken. Geht leider nicht. Schade. Okay, dann rüber zu Minecraft. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf dem Galaxy Miner Server. Heute wollen wir eine Runde Creative zocken. Was das gerade war, das ist das heutige Gesprächsthema. Und das ist sozusagen ein Ende davon, was ich eigentlich disliken wollte, aber es gibt keinen Dislike-Button. Leider. Dann gehen wir mal, mache ich das hier mal hier rüber und wir gehen mal kurz zu Creative rüber. Da haben wir ja schon ein bisschen länger her gebaut. Und deswegen bin ich ja noch auf einem anderen Plot. Ich mache mal kurz Ding aus. Und gehe jetzt mein Plot rüber. Da ist ja unser Aussichtsturm, wo wir dran gearbeitet haben. Und es ist ja schon soweit. Sehr, sehr weit fortgeschritten. Ich denke mal, wir kümmern uns heute um die Einrichtung, falls sie noch nicht da ist. Weiß ich jetzt nicht. Musik muss noch an sein. Und ja, dann fange ich mal gleich mit dem Gesprächsthema an. Was waren das gerade da, als ich euch hier gezeigt habe? Und zwar, es fing an, haben vielleicht einige von euch mitbekommen, hat ein YouTuber ein Video hochgeladen mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Das war der YouTuber Rezo. Ich selber habe von ihm zuvor noch nie was gehört. Was er sonst so für Videos macht, weil, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe mich jetzt über den YouTuber eher weniger informiert. Aber das Video, was er da gemacht hat, hat sich einerseits natürlich gegen die CDU gerichtet, andererseits auch gegen andere Parteien, wie zum Beispiel die AfD. Das, was er da gesagt hat, waren, er hat das alles mit. Also er hat Argumente gegen die CDU und halt auch gegen andere Parteien wie die AfD dort genannt und das halt mit Quellen belegt, bedeutet zwar Beweis, also mit Beweisen, bedeutet das, was er da gesagt hat, beruht auf Fakten, steht alles bei ihm dann in der Videobeschreibung. So, das hat sehr, sehr große Wellen geschlagen, dieses Video. Das ist soweit, das war im Fernsehen zu sehen, es ist auf vielen, vielen anderen Seiten. Ist das oder wurde darüber berichtet, wie auch immer, also es hat große Wellen geschlagen. Ich selber finde dieses Video, also jetzt erstmal meine kurze persönliche Meinung dazu. Es ist sehr, sehr gut, dass hier jemand mal den Putz mal auf den Tisch haut sozusagen und mal sagt, was Sache ist mit der CDU. Genau, will ich auch gleich hier am Anfang gleich sagen. Sonntag ist Europawahl. Jeder, der von euch da wahlberechtigt ist, sollte da auch hingehen. Und wählt bitte nicht sonst scheiß meine persönliche Meinung, so wie CDU, AfD bitte auch nicht, SPD bitte auch nicht. Also CDU, SPD nicht. Wir haben ja in letzter Zeit wegen Artikel 13 ordentlich bauen. Und AfD, ich denke mal, das brauche ich jetzt hier nicht erklären. Nazis wollen wir hier nicht haben. Von daher, ja, auf jeden Fall sollte jeder, der wahlberechtigt ist, auch zur Wahl gehen, aber darum geht es jetzt eher weniger. Es geht erstmal um dieses Video, die Zerstörung der CDU, welches ja extreme Wellen geschlagen hat. Auf jeden Fall wollte Donnerstag die CDU ein Antwortvideo darauf rausgeben, wollte sich halt zu dieser Kritik da äußern, die geäußert wurde, also zu der Kritik von Rezo äußern. Haben gesagt, so nachmittags kommt ein Video. So, man hat ewig gewartet, es kam kein Video. Inzwischen ist bekannt, dass dieses Video produziert wurde. Das sollte ein Video mit 2 Stunden Videomaterial sein. Und dass dieses vom Vorstand zurückgezogen wurde, was an sich schon peinlich ist. Weil es wurde da eine Kritik an die CDU geäußert, mit Quellen, mit Beweisen, wie auch immer. Dann will sich die CDU dann äußern, zieht aber den Schwanz ein. So, wirklich für mich gesagt. Und das zeigt schon, dass sie selber keine Argumente dagegen haben. So, eben habe ich dann diesen Artikel, den ich euch gerade gezeigt habe, gesehen. Hab mir so gedacht, oh, die CDU hat doch geantwortet. Dann bin ich ja mal gespannt, was sie zu dieser Kritik sagen. Und alles
was sie dazu zu sagen haben, ist dieser Scheiß hier. Und zwar hier geht es nur darum, wie die CDU die Sache, wie toll sie sind, wie sie sich schon immer seit Jahrzehnten durchgesetzt haben. Zum Beispiel hier, wir werden seit Jahren häufiger als andere Parteien gewählt, weil wir den Mut und die Verpflichtung haben, auf komplexe Fragen auch gut durchdachte und angemessene Antworten zu geben. Ist klar. Und dann denke ich so und lese und lese und ja, hier legen wir da. Ja, was legt ihr denn da? Und dann scroll ich runter und dann merke ich so, die Seite ist beendet. Ich dachte, der Artikel geht nochmal ein bisschen länger, wo es sich auch wirklich auf die Kritik wirklich eingegangen wird und das halt dementsprechend die CDU ihre Meinung dazu sagt. Aber nein, sie umschreiben wieder alles nur und wieder legen sie selber nicht die Fakten auf den Tisch, beziehungsweise. Ja, na, es gibt. Ja, die wissen vielleicht auch selber, dass sie da nichts gegen sagen können. Aber, ja. Das hier ist totaler Humbug. Und wie ich am Anfang sagte, ich wünschte, es gäbe hier einen Dislike-Button. Ich will ihn sofort drücken. Aber bestimmt haben sie mit Absicht keinen drin gemacht. Es ist unterste Schublade. Ihr merkt vielleicht, dass ich mich da auch ganz schön doll drüber aufrege. Aber die Politik ist unsere Zukunft. Die CDU, das ist. Die CDU wird größtenteils von den älteren Menschen gewählt. Weil sie selber halt so sagen: Ja, die habe ich ja schon immer gewählt. Ich war damit. Ich wähle sie auch weiterhin so gesehen. Ja, diese Menschen, tut mir leid, wenn ich das so grob jetzt sage, aber diese Menschen, die haben so gesehen, ja, wie soll ich denn das jetzt noch freundlich ausdrücken? Vielleicht wisst ihr, was ich meine, dass wir junge Menschen wollen in einer Zukunft leben. Die älteren Menschen, die haben ihre Vergangenheit und ihre Geschichte hinter sich sozusagen. Die interessiert nicht, ein 80-Jährigen interessiert nicht, was in 30 Jahren so gesehen ist. Ja, natürlich nicht jeden. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht das auf die Allgemeinheit beziehen. Es gibt ältere Leute, die noch anständig sind und so in Sachen Politik, aber ich rede vom Großteil. Das ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur traurig. Und ich bin jetzt auf die Wahl gespannt. Ich gehe natürlich auch zur Wahl. Ist ja klar. Weil ich bin der Meinung, man sollte, wenn man wahlberechtigt ist, auch wählen gehen. Egal, ob man sich für Politik interessiert oder nicht. Ich kann eigentlich mit Politik überhaupt nichts anfangen. Also bei mir in der Schule Sozialkunde. Ist meine schlimmsten Fächer sozusagen, weil ich mich überhaupt nicht für Politik interessiere. Aber dennoch muss man sich dann doch damit auseinandersetzen. Irgendwo. Und irgendwie. Und daher, es kommt ja nicht jeden Tag, jede Woche vor, dass es Wahlen gibt. Man sollte schon seine Stimme nehmen und wählen gehen. Und wenn einer von euch wahlberechtigt ist und vielleicht auch sagt, hey, ich gehe eigentlich nicht wählen, doch geh mal wählen, geh mal wählen. Weil der Anteil in Deutschland, der nicht wählen geht, der ist extrem. Meiner Meinung nach. Und würde dieser Teil wählen gehen und noch für die richtige Partei wählen, nicht für CDU, bla 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 oder AfD oder so, da könnte man noch mal einiges erreichen.
daher ist dieses Wählen-Gen einfach extrem wichtig. Und ich bin mal auch wirklich sehr gespannt auf CDU, auf die CDU, wie jetzt nach Artikel 13 und nach Dings, jetzt auch diesen Skandal da, mit dem, wenn ich das mal Skandal nenne, wie die CDU abnehmen wird. Ich hoffe extrem. Also ich kann ja mal über die anderen Parteien so reden, die ich in meinem Fokus habe, falls ihr vielleicht euch auch unsicher seid. Ja, was kann ich denn wählen? Was ist denn gut oder so? Auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang sagte, AfD. Für mich persönlich ein No-Go. Jeder hat seine eigene Meinung. Bedeutet, ich möchte damit jetzt keinen angreifen, der vielleicht sagt, oh, AfD ist das Beste. Ich möchte damit keinen angreifen. Es ist meine persönliche Meinung und mein Empfehlen. Also AfD will ich auf keinen Fall, weil für mich ist AfD einfach zu rechts. Viel zu dolle rechts, weil ich bin kein Rechter. Ich bin nicht so was Ausländerfeindliches. Ich habe was dagegen, wenn die Ausländer sozusagen hier nach Deutschland kommen und sich überhaupt nicht bemühen, irgendwie Deutsch zu lernen, irgendwie da eine Zukunft zu gestalten, wie auch immer. Aber das ist auch nur ein Teil der Ausländer. Ich kenne Ausländer, die geflüchtet sind. Also ich sehe Flüchtlinge. Ich kenne Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen oder kamen und die auch wirklich also wirklich alles getan haben, Deutsch gelernt haben, versuchen Abitur zu machen, wie auch immer, alles versuchen, hier wirklich eine Zukunft aufzubauen. Und da sind mir diese Methoden von der AfD einfach zu brutal. Muss ich jetzt ehrlich so sagen. So, dann CDU, SPD, das sind einfach Parteien, die nicht mehr in der heutigen Generation da sein sollten. Weil die leben in der Vergangenheit. Und ich bin mal ganz kurz gemutet, ich werde gerade angerufen. Da bin ich wieder. Sorry für den kleinen Cut. Ja, wie gesagt, ich habe gerade einen Anruf erhalten und muss jetzt spontan die Aufnahme abbrechen. Ich weiß jetzt auch nicht, was das letzte Mal, was ich gerade hier gesagt habe, aber das ist jetzt so circa 2, 3 Stunden jetzt her. Naja, nicht 3 Stunden, also 2 Stunden maximal. Was wollte ich? Ach, ich wollte jetzt nur Musik wieder starten. So. Kurze abschließende Worte. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Geht Sonntag auf jeden Fall zur Wahl. Wählt bitte nicht CDU, SPD, AfD. Sondern, stimmt, ich wollte einen kurzen Überblick geben. Da fällt es mir jetzt ein. Okay, dann kann ich jetzt doch noch hier ein bisschen weiter darüber erzählen. Was ich so wähle. Also wie gesagt, CDU, SPD nicht. Das heißt, die sind natürlich für Artikel 13, meinte ich. Für Artikel 13. Einerseits das. Und andererseits sind die momentan nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das sind alles alte Hasen da, sozusagen. Obwohl man die Hasen auch nicht mehr nennen kann. Wie sehen. Und die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Machen Versprechen und halten die nicht ein. Was halt bei CDU und SPD halt ist, die Kritikpunkte seht ihr zum Beispiel bei Risos Video. Einfach bei YouTube Zerstörung der CDU eingeben und dann habt ihr es sozusagen. Und ja, dann AfD hatte ich ja schon gesagt. Dann gibt fehlen jetzt noch zwei größere Parteien. Nee, und zwar drei. Es fehlt jetzt die Grüne, Linke und ich will so die Partei noch mit auf. Nehmen. Also die Linke, das ist die Partei, die ich am Sonntag sehr wahrscheinlich wählen werde. Ich bin mir aber noch nicht ganz so schlüssig. Ich muss mich da noch mal ein bisschen genauer informieren. Alternativ werde ich dann die Grüne wählen. Gerade weil die beiden Parteien auch in meinen Augen am sinnvollsten sind. Einerseits natürlich die Grüne, die setzen sich für Umweltschutz und so ein. Und ich bin von Umweltschutz komplett überzeugt. Und daher finde ich das auf jeden Fall da eine sehr, sehr gute Sache. Und des Weiteren
Gegen Artikel 13. Also ich bin halt auch nicht so der Politikmensch. Ich kann dann natürlich jetzt nicht genaue Angaben nehmen. Ich sage euch nur das, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr unschlüssig seid. Und ja, das mache ich halt. Und dann die Partei will ich mir auch nochmal anschauen, weil die sieht an sich eigentlich ganz interessant aus. So, ja. Ich finde das auch richtig geil. Diese einfach auf Fakten auf den Tisch liegen, so, oder halt auch die Wahlplakate sind wirklich von denen geil. Hier zum Beispiel eins, wer unterstes wählt, kriegt 1 Million Euro. Darunter, das mit einem Sternchen und ganz klein gedruckt, dann darunter, ein Glück sind, Wahlversprechen nicht, rechtsgebunden, wie auch immer, bedeutet übersetzt. Kann natürlich auch sein, dass es da ein bisschen anders stand. Auf jeden Fall, stand da übersetzt drauf, dass man sich daran nicht halten muss, was auf den Wahlplakaten steht. Das ist halt Realität. Darum halten sich CDU und so nicht daran. Und ja, die Partei hat das halt auf einer geilen, sarkastischen Weise da erzählt. Und generell, ich habe mir letztens ein Video von diesem mir fällt sein Nachname nicht ein, angeschaut. Sehr, sehr lustig, aber auch Real Talk einfach. Es ist einfach nur geil. Und von daher, also ich wähle auf jeden Fall entweder Linke, Grüne oder die Partei. Ich würde momentan aber noch eher zur Linken tendieren. Das Thema will ich jetzt halt abschließen mit den Worten: Geht Sonntag auf jeden Fall zur Wahl, wenn ihr wahlberechtigt seid. Wählt nicht die falsche Partei, denkt drüber nach und genau. Mehr habe ich da jetzt auch nicht zu sagen. Jetzt nochmal hier das, was ich hier baue. Kurz Themenwechsel. Ich habe jetzt hier ein paar Teppiche mit reingenommen. Keine Ahnung, ob man das so machen kann. Ich habe einfach los draufgebaut, während ich erzähle. Und ja, ich bin mir hier über die Ecke nicht ganz schlüssig. Theoretisch könnte man das, was da drüben ist, nochmal hier hin machen. War ja dann so. Halt auch noch mal. Das sieht mir aus wie so eine Sonnenblume, habe ich das Gefühl. Ja, doch. Kommt eigentlich relativ nah hin. Dann ist das hier auch erstmal bedeckt, was ja dann eigentlich auch nicht verkehrt ist. Hier war da ein Platz frei oder zwei? Hier sind zwei Plätze frei. Hier ist nur ein. Okay, dann kommt das noch eins dort. Ja, passt. Theoretisch könnte man das hier dann wieder weg. Dann ist es auch ein bisschen symmetrisch hier. So, das war rot. Und zwar fängt es hier an und dann braun drumherum, nicht grün. Das sieht ja weihnachtlich aus. Auch geil. So, und dann. Nein! Das war nicht von mir geplant. Habe ich eigentlich hier die Decke schon fertig? Das weiß ich gar nicht. Ja, die Decke ist fertig. Wunderbar. Ja, passt. Das passt hier. Das passt. Dann ist das hier oben auch ein bisschen gemütlich und nicht so leer. So, beim nächsten Creative Part, wann immer der auch dann kommt irgendwann, werden wir ein neues Bauprojekt anfangen. Ich glaube, da haben wir jetzt nämlich noch nichts angefangen. SH2. Ich habe zwar schon ein zweites Plot, genau, aber sonst weiter noch nichts angefangen. Wir haben auch noch ein kleines bisschen Zeit. Daher werde ich mal ein bisschen hier rumfliegen und mal so ein paar andere Plots anschauen. Zum Beispiel hier da hinten das Plot sieht eigentlich sehr, sehr nice aus. Von wem war denn das? Das war, glaube ich, ein Vorbau von Bill. Ja, genau, von Alexander, unser Bilder. Der hat das hier vorgebaut. Hat er hier stehen? Nee, geklärt wird das. Nochmal für euch als kleine Info. Wir suchen immer noch Teammitglieder. Wenn ihr euch bewerben wollt, einfach entweder auf dem Forum gehen, registrieren und da dann euch bewerben. Oder wenn ihr jetzt halt schon ingehen seid, dann macht ihr einfach mal slash bewerben. Kriegt ihr die Info, dass ihr das slash Forum machen müsst, um euch im Forum halt zu bewerben. Also bewerben müsst ihr halt jetzt so oder so im Forum. Wenn ihr halt nochmal Informationen braucht, ist jetzt neu.
bitte nochmal /supporter/builder/developer eingeben und dann werden euch die Informationen gezeigt, zum Beispiel was ihr für Anforderungen braucht und was in der Be Bewerbung reingehört. Und das halt auch bei Builder und Developer. Ist neu jetzt, habe ich mit eingefügt, weil ich mir so gedacht habe, einerseits brauchen wir Teammitglieder. Wir haben ja jetzt schon wieder Zuwachs, ein Glück bekommen und kriegen jetzt noch Zuwachs. Aber es reicht halt noch nicht, weil wir momentan sehr, sehr wenig im Team sind. Und wenn ihr euch, wie gesagt, bewerben wollt, dann. Forum-Link gibt es übrigens auch in der Videobeschreibung. Stimmt. So, das hier ist auch mega nice. Das ist auch ein Vorbau von einem. Ja, ich hoffe mal, dass er bald dann auch Bilder ist. Er ist momentan zum Bewerbungsgespräch eingeladen, was dann bald ist. Ich hoffe mal, das klappt dann auch, weil das sieht schon mega nice aus. Sonst hier viele leere Plätze. Ja, wenn man so, Retro und ich machen öfters auch mal so ein paar Rundgänge und schauen uns leere Plots an und schauen, wann waren diejenigen zuletzt online und klären die dann, dass vielleicht andere mal eine Chance haben, weiter vorne zu sein. Oder hier immer. Okay. Ich glaube. Keine Ahnung. Aber hier, das Platz hier nebenan, das sieht auch mega geil aus. Das ist von Nigel, ehemaliger Builder. Leider keine Zeit mehr wie in Schule. Darum hat er das Team verlassen. Aber er konnte auch so gut bauen. Dann hier, ja, hatte jemand Langeweile. Ja, moin. Dann hier ein kleines Häuschen, auch interessant. Okay, das hier. Okay, hier wurde ein Amboss gedroppt. Keine Ahnung, was der vorhatte. Okay, keine Ahnung. Hier Lord of Winkens, hatte jemand auch Langeweile? WTA Niklas, interessant. Hier wurde was angefangen von. Ah, Crazed, auch ein ehemaliger Builder. Leider auch in Schule keine Zeit mehr. Felixbot, hat hier was hingebaut? So, dann hier hinten, ja gut. Plots, die wir schon kennen, will ich jetzt eher weniger nochmal anschauen. Hier ist ein Plot von Melly Like Sweets. Ja, der Name sagt mir auch was. Das Grundstück steht aber auch schon, glaube ich, ein bisschen länger. So, da hatte jemand Langeweile. Da bin ich auch mal gespannt, wer hatte denn heute hier so Langeweile? Bei Space YouTube, okay. Ja, Creative kann man ja auch für Bauarten benutzen. So, dann. Jemand. Das da hat auf jeden Fall Peter gebaut. Der Blassen, unser Moderator. Weil das ist sein Skin. Weiß ich auch, dass er das gebaut hat. Dann hier hat mystisches Etwas. Ja, ehemaliges Teammitglied von uns. Ich weiß gar nicht mehr, warum er aus dem Team ist. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Dann hier, keine, nicht euch wundern, warum hier sowas ist. Das ist ein gemerchtes Plot, was derjenige, der das gebaut hat, nochmal im Weg hingesetzt hat. Die Renner habe ich für ihn entfernt. Ja, dann da hinten, das ist unsere MSG Map, unsere neue. Oder was heißt neu? So neu ist sie jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall war es damals von Pai Panda die MSG Map gebaut. Und hier wurde sie halt damals gebaut. Die Map. Steht halt hier immer noch. Ah. So, dann wurde da hinten noch was gebaut. Interessant. Eins mit. Ah, ja. Neues Teammitglied bei uns. Die Lea. Seit ein paar Tagen jetzt. So. Dann sind wir jetzt so gesehen durch. Obwohl dieses Blatt würde ich doch gerne nochmal anschauen. Und dann sind wir durch. Teleport. Ach, Alexander wieder. Okay, dann war's das mit Creative. Mal sehen, vielleicht kommt das nochmal öfters. Citybuild wird als kleine Information jetzt erstmal eine ganze Weile nicht kommen, weil immer noch der Spielmodus in Wartung ist, weil es da immer noch große Probleme gibt. Wenn es dazu neue Informationen gibt, erhält ihn ihr natürlich, notfalls auch im Forum. Bis dahin, euch noch viel Spaß und ciao.